Hallo. Wir sind bereits angekommen an unserem Ziel heute. Und zwar befinden wir uns in der Haldern-Gruppe. Sieht man was? Ich befinde mich im Backstage-Bereich der Haldern Pop Bar, während der Rest der Band noch in unserem Hotel ist und warm duscht oder unter einer Bettdecke liegt und langsam auftaut oder sich eine Wärmflasche macht. Warum und weshalb, das erfahrt ihr jetzt im Young Chinese Dogs Frisuren-Tutorial. Wir waren gestern in Hamburg in Molotow Exil. Das ist ja umgezogen, das war sehr fein. Und jetzt muss ich schon wieder einen Essenstipp abgeben. Die haben nämlich jetzt ein neues hervorragendes Catering von, wie heißt das nochmal, Saints and Sinners in Hamburg. Die machen veganes Essen für die Saints und Fleisch für die Sinners. Das hat so amok geil geschmeckt. Obwohl er uns noch gar nicht kannte und ich war sehr entzückt, Daniel. Und ich habe dir versprochen, dass ich dich erwähne heute. Habe ich hiermit getan. Daniel, du bist unser Mann. Also kurz Zwischenstand ja. Der Frisur. Das sieht natürlich ultra bescheuert aus und so lässt man das nicht. Aber man macht sich einfach hier und hier einen Zopf, Gummi rein. Jetzt geht's los. Hier dürfen die Haare gerne ein bisschen unordentlich sein. Wer so glatte, kurze Haare macht so. Dann läuft das ein bisschen besser. Und dann klappt man einfach diesen Zopf hier so um. Manchmal hat man so Schweinchenhaare dabei, die wollen wir nicht. Die muss man dann so extra... Da ist eins vor hier. Ja. Wir haben geschlafen im Band-Apartment von Molotow. Das ist sehr punkrockig, was uns natürlich entgegenkommt, weil wir ja schlimmsten Punkrocker der Welt sind. Das ist eine sehr coole, abgeranzte Wohnung mit 1000 Bandplakaten drin. Der Dusche mit dem geringsten Wasserdruck Deutschlands. War sehr charmant, leider ohne Heizung. Und mittelerholsam, weshalb wir heute alle etwas blasser sind als sonst, werden aber gleich mit dem guten westfälischen Spargel hier verwöhnt. Und deswegen sind wir dann wieder fit. Wenn wir hier auf der Bühne stehen, in der Haldern Pop Bar, worauf wir uns super duper freuen. Haare sind fertig, das war's von uns. Wir freuen uns und hier habt ihr noch einen kleinen Einblick von gestern. Young Chinese Dogs, Crips, go! Ja.